Momentan wird Widerstand geleistet und es ist gut so, dass Widerstand geleistet wird. Ich bin Arzt und relativ häufig in Rojava seit 2014. Ich habe hautnah mitgekriegt, wie Mimbic und Raqqa zurückerobert wurde, und wir haben damals sehr viele Schwerverletzte versorgt. Es sind viele Leute gestorben. Man weiß ja, dass tausende Kämpferinnen und Kämpfer von den kurdischen und von den SDF-Einheiten in der Auseinandersetzung gegen den IS gestorben sind, schwer verletzt worden sind. Und ich bin persönlich wirklich sehr betroffen, wie das jetzt den Menschen gedankt wird, nämlich gar nicht. Letztendlich gibt die internationale Staatengemeinschaft diesem terroristischen Einmarsch von Erdogan freie Spielräume. Das ist etwas, was die Bundesregierung mal kapieren muss. Sie unterstützen seit Jahren einen Tyrannen, einen Diktator, einen Terroristen. Es gibt tote Zivilisten, es gibt tote Kinder, es gibt eine ganze Menge Schwerverletzte. Also es bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Schon jetzt sind Tausende auf der Flucht. Und wenn Erdogan damit droht, Flüchtlinge loszulassen auf Europa, momentan ist die Situation eher so, dass Erdogan durch seinen terroristischen Angriffskrieg Tausende erstmal auf die Flucht schickt durch diese Attacke und diese Aggression. Obwohl das alles bekannt ist, passiert zu wenig. Die Politik zeigt sich empört, aber es gibt wieder mal keine Konsequenzen. Wir fordern hingegen sofortigen Stopp der Waffenunterstützung, sofortiger Stopp der finanziellen Unterstützung. Ja. Türkei sofort aus der NATO ausschließen. Bizi Rojava'yı Kürdistan'ı. Bizi Behvedan'a Rojava. Behvedan Tiyane.